Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch mal was anderes, und zwar das zu Weihnachten passt, nämlich 10 Dinge, die man vor Weihnachten getan haben sollte. Da sind einige Sachen dabei, die man noch unbedingt machen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Der erste Punkt ist, einen Adventskranz machen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann keine Ahnung, weil ein Adventskranz, der tut doch einen auf die Vorweihnachtszeit einladen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, aber ich bin mir sicher, dass ihr das alle schon gemacht habt, macht noch schnell ein. Es ist noch nicht zu spät, auch wenn morgen, beziehungsweise heute, der 4. Advent ist. Das nächste ist Weihnachtslieder singen. Ja, ihr habt richtig gehört, denn man singt auch Weihnachtslieder schon bevor Weihnachten ist. Am meisten finde ich, dass man sie am 1. Advent singen sollte, weil irgendwie finde ich, davor ist es, keine Ahnung, es passt halt einfach nicht. Ab dem 1. Advent darf man so viele Weihnachtslieder singen wie möglich. Und dabei auch vielleicht so altmodische, beziehungsweise so für Kinder, wie zum Beispiel in der Weihnachtsbäckerei oder sowas. Sowas ist doch ganz toll. Das dritte ist, Weihnachtsfilme ansehen. Und ja, Weihnachtsfilme bringen einen schon in Weihnachtsstimmung, bevor Weihnachten ist. Und das finde ich richtig toll. Meistens kommen ja auch Weihnachtsfilme schon im Fernsehen, bevor Weihnachten ist. Ich weiß nicht, vielleicht im Disney Channel oder sowas. Schaut euch die einfach an. Dann kriegt ihr richtig Weihnachtsstimmung. Das vierte ist, Kekse backen. Und bestimmt machen das immer viele von euch mit. Man hat vielleicht so im ganzen Jahr keinen Bock, irgendwas zu backen von Keksen her, aber im Dezember Kekse backen mit der Familie, das macht Spaß. Wir zum Beispiel planen immer einen Sonntag ein und dann backen wir ganz viele Kekse. Aber das Beste ist einfach das Verzieren. Das nächste ist ein Adventskalender. Wenn ihr das noch nicht habt, dann habe ich echt keine Ahnung. Normal hat das eigentlich jeder ab dem 1. Dezember. Aber falls ihr noch keinen habt, dann kauft euch doch noch einfach einen. Es gibt bestimmt noch welche. Dann könnt ihr halt alle 18 Türchen auf einmal öffnen. Das ist ja nicht schlimm. Da gibt es viel mehr zu essen. Das nächste ist ein Lebkuchenhaus backen. Und ich finde, ein Lebkuchenhaus, das gehört einfach irgendwie zu Weihnachten. Nicht direkt zu Weihnachten, aber man kann es in der Vorweihnachtszeit backen mit der Familie. Und das macht bestimmt auch richtig Spaß. Es ist sowas wie Kekse backen. Nur halt, dass man die Kekse noch den Teig machen muss. Und beim Lebkuchenhaus ist meistens schon ein paar Sachen vorgegeben. Aber das Verzieren macht ebenfalls total Spaß. Das nächste ist einfach weihnachtlich schmücken. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht das am besten jetzt. Denn es gibt einfach keine bessere Zeit, als 6 Tage vor Weihnachten noch das Haus schön zu schmücken. Ihr könnt zum Beispiel ganz viele Lichterketten aufhängen. Oder weihnachtliche Symbole an die Fenster hängen. Oder keine Ahnung, vielleicht einen kleinen Weihnachtsbaum, den ihr so kauft und den kann man dann an die Steckdose stecken. Und dann leuchtet der in eurem Zimmer so als Deko. Natürlich könnt ihr euch dann noch später einen richtigen Weihnachtsbaum holen. Dann das nächste ist, das gehört einfach zu Weihnachten. Glühwein oder Punsch. Es muss ja nicht mit Alkohol sein. Aber ich finde, wenn es draußen so schon kalt ist und der Schnee liegt und man dann von draußen reinkommt und einfach nur friert, dann sollte man sich einfach einen Punsch oder sowas machen. Das nächste ist, einen Weihnachtsmarkt besuchen. Und ich meine, Weihnachtsmarkt besucht bestimmt mal jeder. Vielleicht findet da man ja tolle Geschenke für seine Freunde oder sowas. Und auf Weihnachtsmärkten gibt es natürlich auch Punsch und Glühwein. Und natürlich auch Lebkuchen und anderes Zeug, Spekulatius. Das finde ich passt auch richtig gut zu Weihnachten, auf die Vorweihnachtszeit. Eine Stimmung. Und das letzte ist einfach einen Weihnachtsbaum schmücken. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber meistens machen wir das so, dass wir den Weihnachtsbaum erst einen Tag oder so vor Heiligabend aufstellen und erst am Tag von Heiligabend schmücken, weil, ja, da hat man viel mehr Stimmung auf den Heiligabend und, ja, wenn der Weihnachtsbaum dann so in schönen, bunten Farben leuchtend da steht, dann ist das einfach nur wunderschön. So, meine Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser To-Do-Liste noch ein bisschen weiterhelfen und ihr geht vielleicht jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt oder macht ein Lebkuchenhaus oder sowas. Ich verlinke euch in der Infobox noch 2 alte Videos von mir. Einmal die 20 lustigsten und frechsten Sprüche, mit denen du anscheinend cooler wirken tust. Und einmal versuche nicht zu lachen mit meinem Bruder. Schaut euch diese Videos auch mal an, die sind auch richtig lustig geworden. Ja, ach ja, und vergesst mich nicht zu abonnieren, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt.
Dann bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Und ich wünsche euch noch einen schönen vierten Advent. Tschüss!